Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxing, und heute habe ich auch wieder 10 Klatschkisten am Start. Und ich hoffe, dass ich heute mal reinlag, weil ich habe da jetzt schon unzählige Videos gesehen, beziehungsweise manche Sachen auch in Streams. Ich will da jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja Leute, die ziehen das 50 Kisten, 2 Handschuhe und da auch die ziemlich nicen. Und sowas triggert mich halt hart. Oder ziehen vielleicht eine M44 Neon nur noch $300 oder eine MP7 Bloodsport, und ja, es tiltet leicht, während ich hier down eine Blue Shit ziehe. Aber es fängt ja auch mal wieder gut an. Beziehungsweise Trilux hat ja auch schon zweimal Handschuhe gezogen, aber zweimal dieselben. Einmal in FT und einmal in MV, aber ich weiß jetzt nicht welche oder wie die heißen. Nur ich ziehe halt wieder Blue. Es ist einfach unglaublich. Da die auch hätte ich in Stat-Track auch genommen, so wie die MP7, was vorbeiging. Dann wird es aber wieder die Blue. Nee, Alter. Krieg ich so einen Hals, ist wenigstens FN und B. Die Glock 18 Moonrise habe ich auf dem Smurf gezogen. Und das Smurf kann ich ja nicht nennen, mit demselben Rank. Oh mein Gott. Wieso immer ich? Komm, geh mal da. Lass mir mal neue Handschuhe. Da geht die auch schon wieder ein Stat-Track vorbei. Wow. Warum? Ich reibe jetzt einfach mal die auf. Vielleicht bekomme ich sie ja jetzt ins Stat-Track. Ja, da geht auch gerade eine Ranz vorbei. Alles easy. Und bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ich habe seit langem mal wieder ein verfickten Skill gezogen. 0,4, was ist das für ein... Okay, die Condition ist halt jetzt nicht so krass, aber es ist mal ein Pink Skin und geht jetzt doch raus für 25 Euro. Wow! Damit hätte ich jetzt die Kisten herin mit ein wenig Profit, aber die Schlüssel noch nicht. Die Kisten kosten momentan 2,20 Euro das Stück. Und dann wird es wieder blue, weil da gibt mir wenigstens noch eine USS oder irgendwas. Irgendwas halbwegs nices. Oder eine Moonrise, ein Swag 7, das wird tricklos los. Oder die MP7 Bloodsport, Alter! Hey, das hat dich einmal Lack und das ist sowieso alles nur blue. Okay, eine Moonrise, immerhin. In FN wird die vielleicht noch nice. Kein Stern. Sieht FT aus. Ja. Ist FT. Gut, dann... Wow. Also... Ich hatte mal nicht nur Blue Skins. Das ist mal ein Vorteil. Normalerweise ziehe ich da ziemlich mal Blau. Vielleicht ein, zwei Mal Violett. Heute hatte ich immerhin mal einen Pink Skin. Was sogar für 25 Euro noch weggeht. Wo die Condition, ja. Ist halt jetzt etwas low, aber immerhin etwas. Und ich finde eigentlich City nicer aus, als ich dachte. Also die kann man sogar als Playskin nehmen. Na, abgenutzt ist halt ein wenig, ja. Traurig. Das sieht doch nice aus. Hätte ich nicht gedacht, dass die so nice aussieht. Egal. Dann war es dann auch wieder mit dem Video für heute. Mit einem Daumen nach oben würde ich mich freuen. Aber ihr könnt mir mal eure Meinung zu der AWP in die Kommentare schreiben. Weil ich dachte eher, dass die, naja... Also, was ich dann Bild gesehen habe und ein Vorschaubild von der Kiste, dachte ich mir, naja, die ist halt jetzt nicht so nice. Aber jetzt habe ich irgendwie meine Meinung geändert. Die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und über ein Abo würde ich mich auch noch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.